Moin moin Leute, Keule am Start. Wir fahren nochmal hoch zu unserem Schafstall, denn wir müssen nochmal ein bisschen aufräumen. Ich habe mal den ein bisschen Heu klein gemacht und dort am Schafstall ausgekippt. Das können wir dann jetzt eben in den Stall da hineinfahren und dann liegt das schön trocken. Genauso werden wir das machen und dann können wir schon bald wieder vorspulen, aber wir können aktuell gar nichts machen. Wir können nichts machen. Auf Dauer brauchen wir dann auch eine Ballengabel oben zum Schafstall, weil die Paletten dann kommen. Mit der Wolle drauf müssen wir die auch irgendwie verladen. Das funktioniert mit Autoload nämlich nicht. Aber das kriegen wir hin. So, müssen wir einmal hoch hier. Und dann spulen wir nachher nochmal vor. Hier, wie ihr seht, das haben wir einfach stumpf hingekippt. Aber wir haben eine riesen Schaufel. Da muss das alles reingehen. Beim Season Mod müssen wir das nämlich unter Dach lagern, weil sonst geht das kaputt. Top, alles aufgefangen. Und dann fahren wir das hier einmal ins Lager hinein und laden das hier wieder aus. Dann gucken, ob es hinten rausschaut. Es gibt nämlich einige. Ne, hier sieht es gut aus. Es gibt einige Mods mit irgendwelchen Lagern. Da, für die Gabel. Ich glaube, wir können den ganzen Traktor hier erstmal stehen lassen. Das sieht ganz gut aus, ne? Das sieht echt gut aus. So, wie sieht die Produktion denn jetzt bei unseren Schafen aus? Haben wir schon mal geguckt? Haben wir noch nicht. So, Gesundheit 3%. Warum Gesundheit nur 3%? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Da muss aber noch was kommen. So. Gesundheit 3%. Unsere Schäfchen hier. Wir haben Schafe. Das ist schon mal gut. Kühe können wir noch nicht, weil wir noch kein Stroh haben. Okay. Was sagen denn unsere Felder? Unsere Felder sagen, da sind alle im Wachstum. Und zwar in der Wachstumsphase. Die sind erst in der zweiten Phase, kann das sein? Okay. Okay. Ja, dann spulen wir noch mal vor, würde ich sagen. Und gucken mal, wie es weiterläuft. Als nächstes werden wir wahrscheinlich nur wieder Gras machen müssen. Und dann das sieht noch nicht so gut aus, ne? Wir müssen noch ein bisschen Zeit. Müssen wir mal schauen. Hier haben wir die Tür aufstehen lassen. Die machen wir natürlich mal hinzu. Ah ne, hier steht der Teleskop. Da habe ich den nicht hier reingefahren. Ne. Den haben wir gerade bei den Schafen gelassen. So, was sagt das Grasfeld hier? Sieht auch noch nicht so aus, als wenn wir da jetzt
was machen könnten. Warten wir mal eben ab. So, wir können bei den Hühnern eben die Eier einsammeln. So, nur 2, 3. Das war auch nicht viel. Das war wirklich nicht viel. So, dann können wir den Traktor mal eben reinigen. Der ist nämlich ganz schön dreckig. Den haben wir schon seit gefühlter Ewigkeit nicht mehr sauber gemacht. Das wollen wir eben machen. So, den haben wir nämlich hier stehen, den Kercher. Ich frage mich gerade, wir haben nämlich irgendwo haben wir noch einen Kercher stehen. Ich weiß aber echt nicht wo. So. Fendt Vario. Ich finde einen guten Traktor. Vor allem für das Geld, was wir dafür bezahlt haben. Da hätten wir vergleichbar nichts für bekommen. So, was haben wir hier denn in den Hallen noch drin stehen? Machen wir mal auf. Hier haben wir drin einen Anhänger und unseren Drescher. Wobei ich mir mit dem Drescher noch nicht sicher bin, ob wir den nicht auf Dauer verkaufen und uns für die Ernte dann einen mieten. Da bin ich mir echt noch nicht sicher. Also ich denke, dass wir... Wir schauen uns das erstmal an, denke ich. Und dann gucken wir mal, wie das so aussieht. Nee, das denn hier noch? Hier können wir einfach so runterkippen, ne? Okay. Das Tor zu. Da machen wir es ein Tor auch zu. Schon sind wir mitten in der Nacht. Und gucken mal, was der nächste Tag so bringt. Dann sind wir nämlich im Sommer. Dann ist Sommeranfang. Dann müssen wir auch schon wieder nach unseren Tieren gucken. Weil die dürfen wir nicht vergessen. Weil die Tiere, wenn wir uns nicht um diese kümmern, haben wir ein Problem. Die sterben. Die werden tatsächlich sterben. Das wollen wir natürlich vermeiden. So, wir können schon mal gleich das bereit machen. Ein bisschen Schabsteuer und so. Ach, da drin spawnt. Ach, du ahnst es nicht. Sommer, im Sommer. Der Sommer ist da, ne? Im Sommer ist da. Im Sommer ist da. Und die Tage werden länger. Im Sommer ist da. Ach, du ahnst es nicht. Es ist an der Zeit, Heu zu machen und das Reifen der Feldfrüchte zu beobachten. Im Sommer ist er. Ja. Der Sommer ist er, heißt er. Du. Jung, jung, jung. Revolving. Okay, der Sommer ist am Start. Hervorragend. Heu haben wir allerdings schon gemacht. Kann das sein, dass wir Heu reingeben und jetzt habe ich gerade Gras in der Gabel? Da kann ich nicht sein.
Heul ist auch so geil, dass hier das Tor offen stehen. Hervorragend. Moin Chef, ne? Alles klar? Was geht ab? Tja, werden wir wahrscheinlich nochmal umdisponieren müssen, was unser Gras angeht. Da wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben, als das hier zu beseitigen. Weil sonst bekommen wir ein Problem mit unserer Wolle. Da hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet, dass das hier in diesem Verschlag dann gelagert wird. Okay. Okay, die Frage ist natürlich, kann ich hier noch eine Hütte bauen oder so? Können ja mal gucken, ob wir irgendeinen Verschlag haben, der dorthin passt. Was ist denn das? Hackschnitzel. Okay. Sowas in der Art. Oh, sind die Hallen so riesig? Krass, ich habe die irgendwie kleiner in Erinnerung. Okay, das wird nicht funktionieren. Ich habe die echt deutlich kleiner in Erinnerung. Tut mir leid, aber das passt da nicht. Ich habe da auch diese, genau, diese, diese hier, die Eurotunnel. Das wird doch mit Sicherheit funktionieren, oder? Das dürfte auf jeden Fall funktionieren. Packen wir den hin. Hier so. Naja, gut sieht anders aus, ne? Da kann man wohl Ballen drin lagern, aber das wird hier so nicht funktionieren. Okay. Da werden wir gleich die Ballen reinpacken. Und dann ist das gut gewesen. Das mit dem Heu wird wohl nicht funktionieren. Okay. So, wir halten mal eben die Zeit an. Nicht, dass wir hier zu weit kommen. Zack. Den nehmen aus. Und dann gucken wir uns das, die Grasfelder einmal an. Hier hatten wir nämlich schon was vergessen. Aber hier können wir definitiv drüber mähen. Das sieht schon mal gut aus. Dann können wir die nächste Geschichte Gras machen. Wir werden aber alles zu Heu verarbeiten, denke ich. Oder machen wir noch Silage? Silage, Silage. Wie viel Silage haben wir denn? Das wäre auch interessant zu wissen. Das waren aber relativ viele. Hat mich irgendwie 300.000 oder sowas.
Das war schon viel. Von daher sehe ich der ganz positiv. Wir gucken hier, Hilfefenster. Ja, ist noch am Gären. Aber ich meine, dass wir 300.000 oder so hatten. Wir hatten schon relativ viel. Das müsste einige Zeit reichen. Wir sehen ja schon bei den Schafen, die brauchen relativ wenig. Also wir haben hier 10 Schafe, die brauchen für 3 Tage 900 Liter. Das ist nichts. Das ist wirklich gar nichts. Von daher bin ich da relativ entspannt. Das soll es aber auch schon wieder gewesen sein für diese Folge. Nächste Folge geht es dann los mit... wir werden... Mist. Ja, wir werden mal gucken, weil es soll regnen. Wie wir oben rechts sehen, es soll regnen. Müssen wir mal schauen. Hier sieht das Gras auch gut aus. Müssen wir mal schauen, wann wir dann mit dem Mähen starten. Vielleicht verschieben wir das auch um den Tag. Müssen wir mal gucken. Aber ich bedanke mich fürs Zusehen. Herzlichen Dank, dass ihr zugesehen habt, wie immer. Lasst doch bitte einen Daumen da. Noch wichtiger, das Abo. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder beim Landwirtschaftssimulator 17 hier auf der Lossberg.